Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Er ist ja mittlerweile auch schon sehr alt. Ja, dann gucken wir nochmal hier. Geile Trillingspuppen. Wie cool ist das denn? Ja. Haben die auch Schwächen, die Trillingspuppen? Nee, ne? Hätte ja sein können. Kannst außerdem kleine Maschinen durch gedrückt halten von linke. Was warum ist das? Ist linke Shift-Taste? Wohin ist er gegangen? Wieder. Ah ja, okay, gut. Drücke Enter-Taste, um Fähigkeiten freizuschalten. Ach du Scheiße, ja, typisch Konsolenspiele, ne? Jäger, Krieger, Sammler, Reisender. Ja, guck mal, der Jäger, was haben wir denn hier? Stiller Schlag. Und drücke linke Maustaste, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen. Das ist zum Beispiel wieder ultra gut. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Kann man denn alles irgendwann erlernen oder eher nicht so? Drücke um lautlos. Okay, also Jäger ist eher so das Lautlose, ne? Das sollten wir wahrscheinlich eher machen als den Rest. Dann Sammler, Krieger. Haben wir hier noch so. Jägerreflexe beim Zielen. Während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Ist eigentlich gar nicht so schlecht beim Kämpfen. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Das ist eigentlich auch cool. So, Konzentration. Verwende beim Zielen die linke Shift-Taste anscheinend, um dein, um die Zeit zu verlangsamen. Days Gone einfach. Ja, willkommen zu Days Gone. In einer anderen Zeit. Das ist dann nach den Zombies, weißt du? Dann hier kritischer Treffer. Drücke linke Maustaste, um einen kritischen, um einen Angriff der Gegner am Boden stark beschädigt. Aha. Speerangriff. Feindliche Rüstung und Bauteile ab. Ah, so. Wir können also im Kampf Rüstung und Bauteile abschlagen, damit die mehr Schaden bekommen später. Dann Sammler. Locke mit bla 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 im Werkzeugmenü. Was? Ein Gegner zu deiner Position als Ziel. Das ist auch geil. Ist halt wie das Pfeifen, ne? Dann kommen die da ran. Das ist cool. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gemixt skillen. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel ist auch cool. Zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Auch gut. Es ist alles cool. Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Oh, es ist halt alles irgendwo gut, ne? Ich glaube, ich fange mal hiermit an. Wir haben 3 Skillpunkte zu vergeben. Drücke linke Maustaste, um lautlos zu landen. Das ist halt auch gut, ne? Mache ich auch mal. Ah, scheiße, der zweite hat 2 Skillpunkte verbraucht. Blöd. Inventar, was haben wir hier? Hier haben wir Bogen und... Was ist hiermit? Ist ja beschädigt? Nee, ne? Ja, 2 Slots. Alter, kann man die mit Slots ausrüsten? Das ist irgendwie cool, glaube ich sogar. Da, Modifikation. 2 Modifikationen, das ist cool. Das ist echt sau cool. Herstellen. Modifikationen fallen könnten wir, okay. Können wir nicht großartig was machen. Hier haben wir noch eine Karte. Ui, ui, okay, gut. Ist das die komplette Karte oder wird die noch größer? Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Lagerfeuer. Schnell reißen. Best. Gut, aktiv, finde Rost. Okay, Notizbücher. Was haben wir jetzt hier? Maschinenarten. Hier haben wir ein Notizbuch von Maschinenarten. So, hier. Der Wächter. Körper. Hat Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Alles klar. Schwächen, Schwäche keine, Stärke keine. Auge. Treffer auf dieses Bauteil fügt der Maschine größeren Schaden zu. Dann ist das aber die Schwäche, oder nicht? Achso, der Körper hat keine Schwachstelle, aber das Auge. Metallscherben. Das kriegen wir. Zinder und Draht. Das ist cool, dass wir das alles nachgucken können, wo wir welches Loot kriegen. So, und hier haben wir die Läufer noch. Körper hat Außenhülle, die synthetischen Muskeln schützt. Keine, keine. Und hier haben wir den Lore-Behälter. Lore-Vorratsbehälter. Treffer von
Elementmunition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schließe dieses Bauteil ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Ah, cool. Schwäche Feuer und Abriss. Feuer und Abriss. Ach so, wenn wir irgendwas mit Feuer haben. Das ist cool, das ist cool. Sonst haben wir hier noch nichts. Notizbuch, was haben wir hier noch so Feines? Sammelobjekte haben wir noch nichts. Ja, mal die Datenpunkte. Gut, die haben wir uns ja angehört. Ne? Sonst haben wir hier noch nichts. Hier haben wir noch irgendwas. Ach so, das sind die Datenpunkte. Und ein Hologramm. Naja, okay, gut. Das ist, gefällt mir auf jeden Fall. Sehr ausführlich. Das glaube alles. Was macht er hier oben? Das wäre wichtig, wenn wir hier alles lernen können. Das ist gut. Ich hasse es, wenn man entscheiden muss. Assassin's Creed auch mit dabei? Aloy, du bist hier. Oh, ich muss eine... ist alles in Ordnung? Was soll die Verzögerung? Was soll die Verzögerung, Alter? Gut, ich kann gut, dass ich Spuren lesen kann. Solltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Das Lieben. Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Geil. Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ich hol die Teile. Noch was? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. So, ist sonst noch etwas mit dir? Sonst noch was mit dir? Würde mich auch mal interessieren. Mir geht's gut. Außer, dass er halt mittlerweile echt alt geworden ist, ne? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Dann darf sie ja auch nicht mehr mit ihm reden, ne? Okay. Theoretisch gesehen. So, alles klar. Wir holen mal die Teile. Nicht, dass ich wüsste, Inchi. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay. Wir sehen uns am Nordtor. Naja, genau, deswegen wird das so sein. Ich meine, gut, der hat sie großgezogen, ne? Da war es ein ganz kleines Mini-Baby und mit einmal, ja. Naja, schade, 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 schade. Irgendwas macht ihn echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Abspringen! So. Ich glaube, Open World beginnt so allmählich. Hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Können wir das jetzt schon nehmen? Ah, nehmen das da unten, ne? Irgendwo. Ja, das ist natürlich eine kritische Sache. Ich glaube, sie wird sich aber... Wir kennen sie ja jetzt mittlerweile. Sie ist ein bisschen störrig. Ich glaube, sie wird sich nicht dran halten. Warum sollte sie mit einmal aufhören, mit ihm zu reden? Wobei, wird sie dann nicht auch... Was passiert mit Leuten, die mit Verstoßenen reden? Ist auch wieder eine gute Frage, ne? Ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie von Overwatch die Brigitte, so ein bisschen. Hat auch dieselbe Frisur. Das Becken. Oh Gott, wir brennen! Habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Schnellspeicherung, ah! Ich muss die Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war.
und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ich kann keine einzelnen Pfeile herstellen? Ist ja blöd. Schade. So, wir looten jetzt erstmal ein bisschen fleißig. Das ist natürlich auch blöd, wenn du dann... So viele Leute, alle an einem Ort. Endlich... Wenn dann endlich aufgenommen wurdest und mit einmal wirst du wieder verstoßen, weil du dann doch mit den Ausgestoßenen gesprochen hast. Voll dumme Gesetze, echt. Verstehe ich nicht, warum es sowas gibt, warum sowas erfunden wurde. Was haben wir denn hier Feines? Was, wie so eine Galionsfigur, ne? Ein Totem. Mit dem dürfen wir eigentlich gar nicht reden, ne? Hallo. Es ist gegen das Gesetz, mit Ausgestoßenen zu sprechen. Und warum machst du es dann? Hat es gerade trotzdem getan. Oder hat er einfach so in den Raum reingesprochen? Kann natürlich auch sein, ne? Ja, bestimmt die gute Brigitte aus Overwatch. Aber sonst keine Ahnung, aber das war jetzt auch nicht vor kurzem, also... Wir haben aber gerade irgendwie zwei Ziele, ne? Da vorne. Ich guck mal kurz auf die gute Open World Map. Das Lagerfeuer habe ich mir gegönnt. Hier haben wir Mutterherz. Ah, da ist die Stadt, alles klar. Was ist das hier? Hier kriegt man wahrscheinlich eine neue Aufgabe. Hier müssen wir die jagen. Ortskarte aufrufen. Page. Was ist das? DN. Bild runter. Ah, oh Gott. Alles klar. Cool. Aber können wir nicht hier schon jagen? Nee, ne? Sind das hier Gräser? Nicht? Okay, scheiße. Ah. What? Wo ist Auto, ey? Wie kann ich denn ausweichen? Ah, mit Steuerung. Easy! Ich hätte auch ultra schwer machen sollen, Digga. Nun mach die Viecher weg, ist alles gut. Na klar, mach mal. So, geil, Mann. Hallo, Loot, rein in die Tasche. Geil, Mann. Jetzt kann ich schon wieder Pfeile herstellen, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Ist das Magie? Da steht ja ein Text dran. Mutterherz. Und hier geht's nach Mutters Wacht, alles klar. Muttern, ich komme. Ich glaube, ich muss da rüber, aber ich gucke trotzdem mal ganz kurz noch hier, ob es hier noch irgendwas Cooles gibt, ne? Was können wir denn mit Wildtieren machen? Das ist ja cool. Aasfresser. Hey, wie cool. Ach, cool. Bist du da draußen? Ah, scheiße. Mit Steuerung ist Kacke, da bin ich. Oh, da bin ich doch nie bei Steuerung, Alter. Wie heile ich mich? Wie heile ich mich? Scheiße. Wie mache ich denn dieses. Ach, Q war das, ne? Ah, Kacke. Meine Demenz.
Mit Steuerung ausweichen ist echt kacke. In jedem Spiel ist es alt oder so. Drei Tage, bis ich Antworten bekomme. Was ist denn hier auf alt? Hier ist nichts auf alt. Lass mich das mal kurz ändern. Damit komme ich nicht zurecht. Ich drücke die ganze Zeit die Alt-Taste wegen Assassin's Creed oder Days Gone. Und da passiert halt nichts. Steuerung, Tastaturbelegung. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ach nee. Kann ich ja ändern, oder? Da ändern. Springen. Hier, ausweichen, Rolle. Bam. So, viel besser. Nein, was ist? Werkzeug nach rechts durchblättern. Achso, brauch jetzt. Oh nein, Mann. Mach ich dann da draus, so. Viel besser. Viel besser. Sehr gut. Oh nein, warte mal. Oh nein, ist das jetzt alles für umsonst gewesen, was ich gemacht habe? Oh nein, Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Raste aus. Okay, wir machen nochmal alles gleich, ne? Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Scheiße. Ich glaube, den hier nochmal an. Ich meine sie. Hallo. Er ist es. Ich meine sie. So, ich mach's jetzt nochmal alles gleich und dann machen wir die weg. Wobei, die sehen mir ein bisschen schwierig aus, ne? Ich glaube, die mache ich auf jeden Fall nicht weg. Hab ich hier sowas wie Ausdauer? Die sind easy. XD. Ja, du hast ja auch auf normal oder so gespielt. Fangen wir endlich an. So, ich spiele auch sehr schwer. Na komm schon. Hast bestimmt auf Story-Modus gespielt, wo du gar nicht kämpfen musst. Das wird mir noch weiterhelfen. Ja, ja. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Mit dem Stillkämpfen. Das habe ich extra geskillt, damit wir das machen können. Ich weiß halt nicht, wie kann ich die denn jetzt hier anlocken? Alte linke, linke Alt-Taste? So, getan. Alles klar. Oh. Ich sehe jetzt hier noch nichts in der Nähe, ne? Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein Lagerfeuer. Sehr gut. Safe Game ist raus. Was bist denn du hier schon wieder für einer? Moinsen. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Gerne doch, gerne doch. Deine Tochter? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Frage ich mich aber auch. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Machen wir auf jeden Fall. Ich frag mal noch, warum schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Eben. Also, das ist sowieso Quatsch. Ich kann für deine Tochter. Hier geht's um Leben, weißt du?
Ich flehe dich an. Ja, war das so dran geklebt. Hat man doch gesehen. Nee, hier geht's um Leben, weißt du, aber wegen dummen Gesetzen. Nehme ich helfen, aber das ist doch Quatsch. Aber ich muss alles looten! So, hier sind die Tiere, die wir. So, warte mal, mit Z kann man irgendwas durchscrollen, hat sie gesagt? Ich hab kein Z. Und mit Ausrufezeichen. Zu gut vorbereitet sein. Ausrufezeichen? Das Ausrufezeichen ist anlocken. Und das Ausrufezeichen ist anlocken. Achso, mit F kannst du. Ah, mit. Ah ja, okay. So, na dann gucken wir doch mal, wa? Dann gucken wir doch mal. Geht! Stiller Schlag. Aber mit den Steinen funktioniert der irgendwie gar nicht. Okay. Geht. Scheiße. Valorant, wo sind die Headshots? Wo sind die Headshots, Leute? Wo sind die Headshots? Oh, der ist irgendwie gestunt. Wow. Ich hab noch andere Munition. Scheiße! Keine Muni mehr! Eat. Easy! Alles klär, Schmuppärchen. Ach so. Das heißt, hätte ich jetzt gar nicht machen können, wenn es dafür erst einen Skill gibt. Alles klar. Das nehme ich mit. Sehr gut. Ja, die haben doch weggemacht. Scheiße, mit dem Pfeil gar nichts getroffen, Alter. Wo ist denn das Auto-Aim von der Konsole? Hier war noch was. Da ist noch was. Ja, wir können halt noch nichts Neues craften. Belastend. Ah, guck mal, mittlerweile ist unser Inventar komplett voll. Sind die böse? Die sind ja nicht böse, ne? Das sind ganz normale Läufer. Achso, aber die müssen wir, glaube ich... Ja, toll. Die müssen wir, glaube ich, wegmachen, ne? Ich guck mal, ob ich da so rankomme. Ich kann gar nichts herstellen. Achso. Ach so. Ich dachte, weil das rot ist, kann ich. Ach lul. Wie rüste ich jetzt die. Krieg das auch so hin. So, erstmal wegmachen, weißt du? Erstmal wegmachen und dann gucken. So, warte mal, wie rüste ich die jetzt aus? So hier, ne? Ah ja, okay, gut. Jetzt kann ich sogar die Feuerpfeile, glaube ich, herstellen, ne? Ja. Oh!
Ich bin ein Scheißschütze. Ach ja. Oh mein Gott.